unser Gefühl ist, dass jeder Mensch was Besonderes in die Welt bringt. Und wir Pädagogen haben die Aufgabe, ihnen zu helfen, das zu finden. Ihnen nicht zu sagen, was sein könnte, sondern dass sie wirklich ihr Rüstzeug in die Hand kriegen, mit dem sie ihren Weg gehen können. Und das glauben wir, dass das mit der klassischen Orchestermusik sehr gut geht. Wir haben ein Projekt für Kinder, welches denen beibringt, dass es ein Instrument, ein Spielzeug gibt, welches nicht nach 2 Tagen weggeschmissen wird und wieder ein neues gekauft, sondern wo wir über Jahre uns entwickeln können und Sachen ausprobieren können. Also ein Spielzeug für Jahre. Und das andere ist, dass die Konzentrationsfähigkeit gesteigert wird, dass sie lernen, mehr zuzuhören. Am Anfang von den Panoramastunden spielen wir Live-Musik vor. Unsere Pädagogen spielen ihnen einfach Stücke vor. Und sie lernen, da zuzuhören. Ich bin unheimlich stolz. Also ich bin auch sehr glücklich, dass meine Kinder überhaupt im Panorama-Projekt drin sind. Weil ich glaube, dass das ein sehr förderliches Projekt ist für alle Kinder, die daran beteiligt sind. Und dass meine Kinder die Chance hatten, auch reinzukommen, ist einfach unheimlich schön für mich. Wenn die halt so eine besondere Herausforderung haben bei einem Stück, dann kriegt man die da viel mehr, als wenn es jetzt einfach, sag ich mal, mit denselben Tönen durchgeht. Also die wollen auch schon gechallenged werden und dass die aber auch gleichzeitig halt immer so eine Varianz haben, also zwischen den Stücken einfach, ja, verschiedene Sachen ausprobieren können, auch mal zupfen, gestrichen, verschiedene Möglichkeiten. Wir spielen ja das Beethoven-Violinkonzert mit den Kindern, einen Ausschnitt, den habe ich arrangiert. Und dann war auch das große Glück, dass die Eldbjerg Hemsing sich für Panorama engagieren wollte. Und wir haben sie dann auch als Solistin gefunden. Und so konnten wir das mit ihr zusammen entwickeln und haben ja, jetzt eine Version gefunden, wo, glaube ich, alle glücklich sind. Das Gemeinschaftsgefühl wird einfach gestärkt und sie sind ganz anders bei der Sache. Ich denke, sie sind auch im Unterricht konzentrierter und sehen Dinge anders. Also ich denke, ihre Wahrnehmung ist geschärft, was das Miteinander auch angeht. Wenn man eine Symphonie als Ganzes erlebt, hat das was von exemplarisch für die ganze Welt. Und da muss man seinen Platz finden und da kann man viel von dem üben. Wie wichtig bin ich fürs Ganze? Ohne mich geht's nicht. Aber ich darf auch nicht zu viel oder zu wenig machen, sondern ich muss mich eingliedern. Und dann auf einmal spürt man, es wird was ganz Gemeinsames und geht darin auf. Wir bringen denen auch bei, dass ihre Instrumente, die sie spielen, später auch ein anderes Kind bekommen wird. Und das vielleicht über Generationen. Also ich erzähle ihnen auch über meine Geige, dass sie schon also 150 Jahre alt ist. Und dass es eben weitergeht und nicht immer neu, neu, neu. Instrument zu lernen, braucht Zeit. Das geht nicht in einer Woche, das geht nicht in einem Monat, das geht in Jahren. Und so lernen die Kinder, sich Ziele zu setzen, die langfristig sind und an denen dran zu bleiben und dass sich das lohnt, an solchen Zielen zu arbeiten.